Ergänzung für die deutsche Mannschaft hier dann bei den Viertelfinalspielen in Danzig. Häfner, jetzt muss er drauf. Ah, schön. Aber er nagelt jetzt auch das Tor zu auf der anderen Seite. Eieiei, Torbjörn Bergerud. Ah, eigentlich super gemacht von Steinhardt. Aber der ist ein Riesenkerl. 2 Meter groß. Die deutsche Mannschaft muss doch jetzt irgendwann mal diesen Ausgleich schaffen. Komm, Goller, mach ihn. Er macht ihn nicht. Nachwurf, Grönski. Wieder nicht. Dieser vermaledeite Ausgleich will einfach nicht fallen. Und es kann nicht sein, der hat die Hände schon oben. Und hier hat er es ihm angeboten. Würfe doch durch die Beine. Zack, dicht gemacht. Es ist Wahnsinn. Oh, und Andy Boll fängt das Ding. Komm, Gegenstoß. Geht's nach vorne. Jetzt die Führung. Witzke, geht drauf, nach außen, Dahmke, 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 nein, es gibt es nicht. Es ist auf beiden Seiten ein überragendes Torhüterspiel. Witzke, Knorr, ja, noch kein Durchkommen, alles eng, eng, jetzt mal rüber, Mbenge. Spiel wieder breiter machen, jetzt mal durch mit dir. Und Bergerud hält wieder. Ja, was macht der denn da hinten? Will der mich rollen? Es ist unfassbar. Torbjörn Bergerud. Ich weiß nicht, wie alt diese Statistik ist. Ich klicke nochmal auf Refresh und hoffentlich kriege ich da was Aktuelles. Und dann sehe ich bei ihm 6 Paraden bei 10 Versuchen. Der hat eine 60%-Quote. Und Bergerud hält. Oh, jetzt wird die Luft dünn für die deutsche Mannschaft. Letzter Aufbau mit der deutschen Mannschaft. Köster, auf Weber, zieh durch! Mach's doch selbst! Mach's doch selbst, Weber! Da war doch die Lücke meilenweit offen. Oh, dann legt er den Ball raus zu Dahmke. Uneigennützig, hier! Pass antäuschen, Schritt nach vorne durch. So, als würden sie den Ball einfach nur gern auf die Außen weiterspielen.